Ey, da kommen dann sogar Frauen rein, okay? 100%, krass. So, dann machen wir den nächsten Song gleich. I Ran Flock of Seagulls. Geschafft, geil. 99%. Ich glaube, mehr Songs gibt's da eh nicht. Da machen wir auch gleich Girls Just Wanna Have Fun von Cyndi Lauper. So, Entschuldigung, dass ich da jetzt nicht so viel rede, aber ich möchte natürlich mich da konzentrieren und ihr wollt vielleicht den Songs lauschen.
Boah, da habe ich dann noch richtig reingekackt zum Schluss. Gut, haben wir auch. Dann machen wir mal den letzten Song. Take on Me von Aha. Alter, das Lied war echt schwer. Da habe ich ziemlich oft reingekackt. Gut, das hätten wir. Dann können wir hier raus. So. Das Problem, wie ich da hinkomme, weiß ich immer noch nicht. Könnte sein, dass das weiter unten ist, aber es macht da keinen Sinn, weil hier ist ein Fahrzeugladen, da komme ich einfach über die Straße hin und da komme ich halt gar nicht rein. Hm. So, wir könnten mal die Jade-Statue zurückbringen, das wäre ein Punkt. Unser Auto steht hier. Alter, der hat die einfach überfahren. Was zur Hölle? Oh, was ist denn hier? Was Gelbes. Das ist was Extremes wahrscheinlich. Gelben Sachen sind immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, das ist so gewollt vom Spiel.
Ja, sonst würde er nicht dahinter dieses Auto stehen. Alter, hat er da gerade jemanden überfahren? Okay, den kriegen wir schon, den kriegen wir schon. Ja, aber die Leute da überfahren hat. Es war nicht die Schuld von meinem Ram, da war er schuld. War sein Auto, nicht meins. So, den Beutel holen. Event abgeschlossen. Alles klar. 2000 Hongkong-Dollar bekommen. Geil. Willst du mich verarschen? Dummes Arschgesicht. So, ich will die Jade-Statue zurückbringen. So, dann können wir wieder ein bisschen prügeln, kriegen eine neue Fähigkeit. Aber dann wird das auf der Karte nicht die ganze grün angezeigt. Das ist für mich persönlich da ein bisschen irritierend. Ja, und wie ich da oben hinkomme, ich weiß es nicht. Das weiß ich halt echt nicht. Da muss man wahrscheinlich noch rein und dann kann man diesen Auftrag da annehmen oder so. Ich habe gar keinen Schimmer. Hier komme ich ja nicht rein bei dieser Tür da, oder? Nee. Wenn ich hier oben hinfahre. Oder bin ich einfach nur ein dämlicher Vollidioten? Ich komme hier rein. Ich bin einfach ein dämlicher Vollidiot. Alles klar. Oder auch nicht. Okay, das ist ein Einkaufscenter. Wie komme ich denn hier hoch? Wie komme ich hier hoch? Hier ist das Parkhaus. Ja, natürlich habe ich ein Auto hier. Wir schauen dann mal. Vielleicht war ich wirklich einfach nur ein Idiot. So, hier rüber noch. Ich bin einfach ein dummes Stück, ey. Das gibt's ja gar nicht. Es ist so einfach, hier hochzukommen. What the fuck? Alter, und ich stehe da über 10 Minuten, habe ich mich da in einer Folge abgemüht, bin da überall hochgeklettert, also habe versucht hochzuklettern. Und ich muss da einfach nur aufs Ding schauen, wo die Eingangstür ist. Alter, nee. What do you need? I need a favor. I was supposed to collect some protection money from these vendors an hour ago. But the bastards called the cops for protection. Can you distract them? All right. I'll see if I can draw them off. Hey, you! In the stupid uniform! Halt! Now! What the fuck? Tschüssi! Hey!
Hä, wie konnte sich der befreien? Tschüss. Ich glaube, ich soll da gar nicht hin. Ich soll da nach hinten laufen. So, also ich muss hier hoch. Und dann hier lang. Okay, es ist eher alles markiert. Ich bin nur wieder dran vorbeigelaufen. Also es kommt die Polizei ja hinterher und das wollen wir ja nicht. Aha, was macht... Komm schon, ich habe nicht mehr so viel Leben. So. Komm, 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 komm. Ich muss durch die Tür hier. Danke, Mann, hast mir das Leben gerettet. Gut, Gefälligkeit erledigt. 2000 Hongkong-Dollar bekommen. Ey, das kann's aber echt nicht sein. Dass ich einfach den dämlichen Eingang nicht gefunden habe. Boah, das ist schon hart peinlich, muss ich sagen. Das war schon mega peinlich. Aber ja, ich bin halt auch nicht perfekt. Also zum Glück habe ich mich da nicht eine Stunde damit abgequält. Oh, das wäre für euch mega langweilig gewesen, dann noch länger zuzuschauen und sich den Kopf zu raufen. So, ich gehe jetzt da mal hoch, weil ich will mir dieses Turnier da ansehen. Ich weiß nicht, ob ich da was machen kann oder so. So. Okay, okay, du wirst kämpfen. Sieht aus, als könntest du ein paar Runden überstehen. Oh, ich habe vorher gerade den Untertitel vorgelesen, ich Idiot. Runde 1 von 6. Okay, das sind alles Turniere, ey. Da weiß ich schon, was ich in nächster Zeit machen werde. Turniere. Aber keine Sorge, wir bringen dann erstmal die Jade-Statue zurück. Aber erstmal geben wir dem ordentliche Schläge ins Gesicht. Wenn die rot sind, kann man die gar nicht mehr unterbrechen. So, der ist down. Alter, 6 Runden muss ich überstehen. Kriege ich dazwischen auch wieder neues Leben oder kriege ich nur auf die Fresse? Und muss mein Leben selbst regenerieren. Über die, über meine Boost-Anzeige da. Ja, glaubst du, ich sehe es nicht? Ah, das zieht die auf dieser Brücke hier. Also auf dieser leichten Erhöhung zu stehen, das ist schon blöd zu fighten. So, der ist auch weg. Runde 3. War klar, waren 3 Gegner. Das heißt, es gibt bis zu 6 Gegner hoch. Ne? Pui, da kann aber so ein Turnier ganz schön dauern. Okay, es sind 2 Schwache und ein Stärkerer. Machen zuerst die Schwachen weg. Damit wir dann den Großen schön vermöbeln können. Autsch. Blocken auch immer. Ich weiß nicht, ob ich da Triadenpunkte bekomme. Wäre halt schon cool. Ich würde nämlich auch gerne mal Triadenpunkte-mäßig auch aufsteigen. Da dümpel ich auf der 6 rum. Ich muss da schon auf die 10 kommen irgendwie. So, der ist hier gleich weg. So, sehr gut. Zack, nochmal. Und gleich nochmal. Warum liegst du eine ganze Zeit am Boden? Verstehe ich gar nicht. Ist doch alles voller Blut. Liegst du gern im Blut oder wie? Ja, okay, da blockt jetzt gar nichts mehr. Schau.